Moin Moin! Heute nehmen wir eine sehr wichtige, eine sehr besondere Transmission auf. Meiner Meinung nach das Wichtigste oder die Wichtigste, das ich bisher getan habe. Aber vorweg möchte ich euch eine ausführliche Erklärung geben. Und ich würde bitte euch, dieses 20 Minuten oder so durchzuhalten, damit du begreifst, warum das, was kommt, kommt. Um dies zu tun, muss ich vorweg etwas klären. Und dafür heute habe ich meinen Gottbeutel mitgebracht. Und in das Gottbeutel ist ein kleiner Teller, ein Messer und eine Tomate. Sonst nichts. Und kombiniert mit dies und Chaos-Theorie werde ich euch was darstellen. Chaos-Theorie, möglicherweise es ist dir nicht so geheuer, was das ist. Eigentlich der Name ist ein bisschen irreführend, weil optimal sollte es Ordnung-Theorie heißen. Aber was dies tut, es ist durch mathematische Vergleiche, es stellt dar die Möglichkeit für etwas durch Willkür zu passieren. Und es misst zwei Werten. Das heißt, wie viele atomare Kollisionen sind möglich, um dieses Ereignis zu erreichen. Und der andere ist durch welcher Zeitraum ist erforderlich, für dies zu passieren. Es ist ein sehr präzises Modell, was äußerst nützlich ist. Natürlich ist es seit dann, dass es entwickelt wurde, für 20 Jahre oder so weiterentwickelt, aber grundsätzlich das ist das. Darüber geht Chaos-Theorie. Es erklärt, wie wahrscheinlich es ist, dass etwas durch Willkür passiert. So, dann nehme ich eine Tomate. Etwas, das du jeden Tag siehst und sehr wahrscheinlich nie darüber gedacht hast, in einer bestimmten Art. Und diese bestimmte Art ist, warum existiert ein Tomate? Was hat der Tomatenpflanze davon? Warum macht der Tomatenpflanze sowas? Und das Erste, was wir sehen, ist, dass es rot ist. Und rot gegen grün ist eine Farbkombination, die über sehr große Entfernungen sichtbar ist, gut sichtbar ist. So, die erste Frage, die wir uns stellen, wieso macht der Tomatenpflanze diese Frucht rot? Wie ist es so, dass die Tomatenpflanze weiß, dass es Dinge gibt, die rot und grün sehen können? Was hat die Tomatenpflanze davon, von dieser Farbkombination? Säugetiere, vegetarische Säugetiere, die schauen dieses Signal an. Und dieses kann man locker über 2 Kilometer sehen, diese Rot gegen Grün. Was hat die Tomatenpflanze davon, diese Tiere anzulocken? Und was machen diese Tiere? Die essen. Okay. Die Tomatenpflanze weist etwas von Essen. Gut. Diese Tiere mögen süße Sachen zu essen. Also macht die Tomatenpflanze die Tomate süß. Mhm. So, die Tomate weist etwas von Geschmack und Geruch. Mhm. Interesting. Aber warum? Was hat die Tomatenpflanze selber davon? Was ist die Aufwendung, oder besser gesagt,
warum macht die Tomatenpflanze die Aufwendung, sowas zu tun? Was ist die Geheimnis? Well, lass uns drinnen schauen. Was ist in einer Tomate? Hierin, wie du gut weißt, sind die Tomaten Saaten. Und die haben selber interessante Eigenschaften. Weil irgendwie weiß die Tomatenpflanze etwas von Kauen. Dass diese Tiere, die eine Tomatenpflanze anlockt, singe kauen. Also, was macht die Tomatenpflanze damit? Es macht eine Gelee-Umhüllung um die Keime, um die Saaten, damit die immer wieder von den Zähnen wegrutschen. Weißt du selber, wenn du versuchst, einen Tomatenkern zu kauen, es rutscht weg meistens. Aber was noch? Wenn diese Tiere die Saaten unterschlucken, dann kommt sehr viele Verdauungssysteme im Gang mit sehr vielen verschiedenen Enzymen, die normalerweise diese Saaten auflösen würden und das als Nahrstoff für das Tier zur Verfügung stellen. Diese Gelee ist dicht gegen alle diese Enzyme. Also, die Pflanze weiß, was von dem Verdauungssystem und Stoffwechselsystem von diesen Tieren. Was ist interessant, wie klug der Tomato ist. Aber warum macht er das? Weil, als diese Saaten ganz durch diesen Tier gehen und dieses Tier weiter wegwandelt, irgendwann kommt aus der anderen Ende der Tier ein Haufen Düngemittel. Hat auch andere Namen, die gut bekannt sind, aber lassen wir es bei Düngemittel. Und dies ist das perfekte Nährstoff für die Tomatensaat aus den Saatenkeimen. So, schau mal. Das ist der Zweck der Tomatenpflanze, die Saaten fort zu transportieren und in einen Haufen gute Düngemittel weiter weg zu deponieren. Na, okay, wir haben hier kurz aufgelistet, was die Tomatenpflanze wissen musste, um sein Ziel zu erreichen, ihr Ziel zu erreichen. Jetzt bringen wir Chaos-Theorie dazu. Was sagt Chaos-Theorie dazu? Well, wie viele atomare Kollisionen sind erforderlich, dass dieses alles durch Willkür zustande kommt? Oder wie lang eine Zeit wäre dafür erforderlich, wenn wir keine Grenze setzen an der Nummer von atomaren Kollisionen? Die Antwort, ganz klar, entweder eine Zahl von atomaren Kollisionen größer als die Zahl der Atome im ganzen Universum oder eine Zeitspanne viel, viel größer, als das Universum überhaupt existiert hat. Also, was sagt die moderne Physik zu der Tomate? Ohne intelligente Führung, Bestimmung, ist die Existenz der Tomate unmöglich. Also, was sagt uns das? Dass Intelligenz bestimmt Materie. Alles. Dass alles geschieht durch intelligente Führung. Ob du diese Intelligenz, die Universal Mind oder Yahweh oder Gott oder Allah oder Paramatma oder Brahma, die Namen sind
und wichtig, weil die alle Namen für das Gleiche sind. Das Bewusstsein, das schöpft. Na, jetzt haben wir das objektiv angeschaut mit einer Tomate. Etwas, das jeder jeden Tag kennt. Lass uns das Gleiche an den menschlichen Körper anwenden. Was haben wir hier? Die gleiche Ergebnis. Die Existenz des menschlichen Körpers durch Willkür ist nicht möglich. Es ist komplett ausgeschlossen von der Struktur des Universums. Kann nur existieren durch intelligente Bestimmung. So, wer bestimmt, dass dein Körper existiert? Hier kommen wir zu der Tatsache, die jeder kennt. In der Grundstruktur ist jeder Mensch identisch. Im Aussehen fast alle einzigartig. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass in jeder Körper ist eine einzigartige, eine individuelle Intelligenz. Und diese Intelligenz die Form des Körpers bestimmt. Das heißt, erst Intelligenz und dann Körper. Intelligenz ist nicht etwas, das irgendwie durch Magie aus der Zelle entsteht. Nein. Die Zellen entstehen, weil Intelligenz das bestimmt. Deswegen kann jeder kompetente Heiler dich anschauen und allein von wie du aussiehst und wie du bewegst, weiß er oder sie deine Grundlebensstruktur. Weil das ist das, was du an deinem Körper ausprägst. Dein Körper ist genau wie du denkst. Intelligenz. Bewusste Führung. Diese Körper bleiben so lange erhalten, bis die Intelligenz den Körper verlässt. Dieses Ereignis nennen wir Tod. Tod aber gibt es nicht. Es ist nur, dass du die unsterbliche, die ewige Seele, die du bist, die ewige Schöpfer, Schöpferin, der, die du bist. Verlass den Körper, als du mit einem Abenteuer fertig bist. Und die symbiotische Mikroorganismen, die immer die ganze Zeit in deinem Körper waren, fangen sofort an, deinen Körper auseinanderzunehmen oder dein ehemaliges Körper. Es ist ein Teil der natürlichen, bewusste, designte, planetische Recycling-System. Sofort eine Seele den Körper verlässt, wird dieser nicht mehr notwendige organische Material recycelt. Bis du den Körper verlässt, bleibt der Körper erhalten, obwohl diese Bakterien, diese Mikroorganismen die ganze Zeit symbiotisch in den Körper vorhanden sind. Die Intelligenz bestimmt, dass der Körper aufrecht bleibt und die symbiotische Recyclingbakterien sich gedulden müssen. Ob das 20, 50, 70, 80 Jahre ist, ist egal. Sofort die schöpferische Intelligenz den Körper verlässt, der Körper wird recycelt. Und dann überlegst du, wie, wo, wann und warum du noch einen Körper anschaffen willst. Und dann machst du das. Und deswegen,
gibt es so viel Befund, fast überall, wo du hinschaust, über Menschen, die ihre eigene frühere Inkarnationen erinnern und in Detail beschreiben können. Deswegen gibt es so viele Therapeuten, die damit arbeiten, ungelöste Sachen aus früheren Inkarnationen jetzt aufzulösen, damit dieser Mensch frei ist, weiterzugehen. So, das ist die Grunderklärung. Na, jetzt, warum? So, der Grund, warum ich dies alles erklärt habe bisher, es geht darum, die verschiedenen Phasen der Abenteuer der Planet Erde, das, was wir entschieden haben, mitzumachen, um bestimmte Aspekte unseres Selbst zu entwickeln, zu kennenzulernen, die Freude anzubringen und der Genuss, sie zu benutzen. Jeder seine eigene Motivation. Und diese Zeit, das jetzt zu Ende kommt, ist die Zeit der Materialismus, auch der Patriarchat benannt. Und um diese Abenteuer mitzumachen, hat jeder von uns ein gewisses Programm aufgenommen, um selbst zu programmieren als Opfer. Und dieses Programm, das wir aufgenommen haben, quasi erzwingt uns unsere Fähigkeiten, unsere Kraft, unser Zugang zu der Fülle sozusagen, an andere, die die Rolle der Täter angenommen haben, zu übergeben. Das Ergebnis ist, dass wir sehen diese Spaltung. An der anderen Seite tausende von Leuten, die jeden Tag verhungern. An der anderen Seite ein paar Leute, well, ein paar tausend Leute eigentlich, die so viel haben, dass sie das überhaupt nicht benutzen können. Es gibt in der Tat Menschen, die bis zu 7 Millionen Dollar pro Stunde neues Geld bekommen. Was kann man damit kaufen? Es gibt nichts zu kaufen. Gibt es nicht. So, dieses extrem Unausgeglichenheit. Und dann in der Mitte gibt es diesen Kampf. Ja, wer wird untergedrückt, wer wird hochklettern? Okay, wir haben alles gelernt. Der Materialismus ist ein System, der nicht langfristig funktionstüchtig ist. Also schließen wir diese Abenteuer ab und fangen eine neue an. Und die Patriarchat ist jetzt zu Ende. Es ist nicht am 21. Dezember 2012 beendet, sondern am Ende Februar 2013. Aber angenommen, dass es vor ein paar tausend Jahren kalkuliert wurde, es ist ja nicht schlecht. Und so, um vollständig in dieser neue Zeitalter zu sein, ist es äußerst nützlich, dass dieses Opferprogramm entfernt wird. Und das sitzt hier an der linken Seite zwischen Dickdarm und Bauchspeicheldrüse und trefft beide ein bisschen. Das ist eine Skizze hier, wie du sehen kannst, so ungefähr, wo es sitzt. Und was wir tun werden, ist mit 3 Transmissionen, wir werden dieses Programm löschen. Now, da dies eine Art der eine sehr lange Zeit falsch rumgepolt ist, das wird unangenehm. Deswegen fangen wir ganz sanft an, die erste Transmission. Wenn du genügend davon hast, dass diese erste Transmission dir einen Genuss ist, eine Freude bereitet, dann geh an der zweite. Gleiche Prinzip. Und dann irgendwann kommst du an der dritte, wo alle Reste entfernt werden. Es ist nicht auszuschließen,
dass es Menschen gibt, die sofort an die Dritte kann. Menschen, die durch viele Jahre sehr viel mit Selbstentdeckung, Selbstentfaltung und so weiter gemacht haben, kann sein, dass sie sofort die Dritte ertragen können. Probieren kannst du. Aber wenn du komplett unvorbereitet dran kommst, ich sage dir, das wird äußerst unangenehm. Aber du entscheidest. So, gleich gehen wir weiter mit der ersten Transmission. Das ist das nächste Video hier runter. Und viel Vergnügen wünsche ich euch.